So, Tag. Der nächste Song ist von Felix B. und heißt Axis of Evil. Ist allerdings schon mal transkodiert worden, bedeutet, das war schon mal ein MP3, AAC oder irgendwas, wie wir erkennen können, wenn wir uns hier mal auf die höheren Frequenzen konzentrieren. Da ist ein harter Cut, ein relativ sicheres Indiz dafür, dass es schon mal irgendwie ein MP3 oder AAC oder sowas in der Richtung gewesen ist. Insofern gibt es von mir auch nur eine datenreduzierte Analyse. Ich würde dazu vielleicht sagen, dass man im Bereich von 200 Hertz ein bisschen aufräumen könnte, heißt ein bisschen was raus-EQen, vielleicht im Bassbereich oder im tieferen Synthi-Bereich in der Gegend. Und dann stimmt noch irgendwas nicht mit einer ganz, ganz tiefen Frequenz, da ist irgendwas noch drin, was eventuell mit ein paar Low-Cuts behebbar wäre. So, nächster Song von Jan Dirksen, Turned In, Forgive Me, klingt so. Stole me everything.
Ja, sehr, sehr, sehr guter Mix. Sehr aufgeräumt, sehr clean, vielleicht an der Grenze zu clean. Vielleicht wird dem Song dadurch so ein bisschen die Seele geraubt, dass der so sehr pristin daherkommt. Aber sonst wirklich sehr guter Mix. Zwei Sachen, die mir da aufgefallen sind. Je nachdem, wo man hin will an Sound, habe ich gemerkt, weil ich habe hier ein bisschen mit Songs verglichen, wenn man so die Richtung wie Bridge Burning von Foo Fighters will, dann ist der Song auf jeden Fall quasi schon da. Wenn man hier eher in diese Richtung gehen will, Soundgarden oder was war das andere hier, das ist Queens of the Stone Age, dann würde auf jeden Fall dem Song ein bisschen Bass untenrum fehlen, ein bisschen Wärme auf jeden Fall auch. Deswegen habe ich mal ein bisschen mit dem Multiband-Kompressor rumexperimentiert und vielleicht mal ganz dezent so ein bisschen hier 3 Dezibel bis 115 Hertz ein bisschen angehoben. Einfach nur so ein klein bisschen, um Wärme reinzukriegen. Hören wir uns an. Was aber Geschmackssache ist, also kein Muss, würde ich sagen. Okay, dann gibt's hier in den lauten Stellen, hört man ab und zu beim Schlagzeug irgendwie Snare-Becken-mäßig, würde ich behaupten, dass da so ein paar piekige, schrillere Frequenzen ab und zu mal rausstechen. Da könnte man in der Schlagzeugspur oder in den einzelnen Schlagzeugspuren mal nachsuchen und eventuell ein bisschen raus-EQen. Wieso sage ich andauernd eventuell eigentlich? Man könnte einfach nur die Spur EQen, Punkt. Okay, ich piek die Frequenzen mal an, damit man hört, was ich meine. Es ist manchmal bei so Snare-Schlägen drauf achten. Das könnte die Drums auf jeden Fall ein bisschen entschärfen. Also das ist kein EQ, den ich auf die Summe packen würde, aber in den Drums, wie gesagt, kann das helfen. Mehr fällt mir dazu nicht ein, ist gut sortiert, man hört alles. Also gibt's nichts zu meckern, ehrlich. Guter Mix, ich wünschte, ich kann so gut. Dann haben wir einen Song von Mani, Fancier Would Call It Miscellaneous im Mix 2 und der klingt so. Take a rest of staring all night long. I know that you are cheating, you are lying when I'm gone. Another day, another lie is complaining. This never ending, this never ending game. What happened to me now? Your voice is breaking me down. Every moment of reflection is destroying this perfection. Tell
never be, never be. There's no Okay, das war ein bisschen ein abrupter Fadeout. Ansonsten wirklich sehr, sehr guter Mix. Vocals sitzen super über allem. Alle Elemente einzeln klingen der Wahnsinn. Aber was mir ein bisschen fehlt, ist die Verbindung zwischen dem Schlagzeug und dem Rest. Ich habe das Gefühl, das Schlagzeug steht so ein bisschen alleine da und sticht auch ein bisschen sehr raus. Ich bin nicht sicher, was man dagegen tun kann. Am Schlagzeug vielleicht ein anderes Drumset-Sample-Ding ausprobieren oder das Drumset ein bisschen runterziehen in der Lautstärke, keine Ahnung. Aber dann verliert es halt diesen Punch, der offensichtlich gewollt ist. Ich habe ein bisschen rumprobiert und habe einen anderen Weg versucht, und zwar habe ich versucht, die Gitarren näher ans Schlagzeug ranzubringen. Und das habe ich mit einem Mid-Side-EQ versucht, ein bisschen zu simulieren. Das ist kein EQ, wie gesagt, der das Lied jetzt insgesamt verbessert, sondern man muss jetzt versuchen, nur auf die Gitarre in Verbindung zum Schlagzeug zu hören. Das Schlagzeug ändert sich natürlich auch jetzt nicht zum Guten, sage ich mal, aber wie gesagt, die Verbindung zwischen Schlagzeug und Gitarren, die wird ein bisschen homogener, kann man das sagen? Also ein bisschen, der Übergang ist halt nicht mehr so hart. Okay, und zwar habe ich hier bei 170, 165 Hertz Mitte und Seite geboostet, gibt so ein bisschen der Gitarre ein bisschen Körper noch unten. Und da die Gitarren sehr, sehr stark im Stereobild in der Breite sitzen, habe ich mir gedacht, kann ich vielleicht besser sogar noch drauf eingreifen, wenn ich nur die Seite um 340 Hertz booste. Und das beides zusammen ergibt dann einfach, wie gesagt, eine einigermaßen sanfteren Übergang zwischen Gitarre und Schlagzeug und macht vielleicht insgesamt das alles ein bisschen mehr zusammen. Wir hören uns das an. Okay, ich denke, man kann ein bisschen wahrnehmen, worauf ich hinaus will. Sonst sehr cool. Nächster Song, Martin Junker, Sleepwalker, ist allerdings auch schon mal datenreduziert gewesen. Insofern nur ganz kurz, da fehlt so ein bisschen der Bass, der ist sehr, sehr leise gemischt und die Kickdrum dafür sehr laut. Das heißt, die beiden müsste man lautstärkenmäßig vielleicht ein bisschen noch aneinander bringen. Ansonsten schöner Mix, kann man nicht meckern. Nächster Song, Marv MC, Der Überflieger, klingt so. Yeah.
gar nicht zu interessieren. Aber es gibt da ein paar Dinge, die ich zu meinem Leben sagen müsste. An sich geil, aber hier und da paar harte Kämpfe, aber nicht auf physischer Ebene, weil ich aufgrund meiner Intelligenz über sowas einfach drüber stehe. Kenne paar Paradoxon, werde schlau aus dem Kontext. Ich will zeigen, dass ich auch andere Themen kenne, die ich sonst rap. Mit meinem Studio will ich nicht angeben, sondern hab zu selbst erkämpfen. Alles, was du besitzt, hat dir doch dein Dad geschenkt. Mit deinem mikroskopisch kleinen logischen Verstand machst du auf Welle, hast du gegen mich etwas Großes in der Hand? Großartiges Land, voller Dichter und Denker. Doch du bringst die Quote hoch, der Wichser und der Penner. Sei doch mal auf dich gestellt. Schon nach einem Tag kann man sehen, wie du in die Kategorie Abtreibung fällst. Nur weil ich nicht perfekt bin, wie es glaubt alle zu sein, ist die Zeit in der Obhut der Eltern auch irgendwann mal vorbei. Friends you love. Oh, never. I wouldn't trust me with your secrets now. I don't know what I'm gonna do next. 'Cause you cannot be certain of who am I telling where I'll go. Runde 2, Tag 1. Auf der Straße muss so hart sein, doch machst du Stress, dreh ich durch und gehe hoch wie Napalm. Jetzt mal ehrlich, als würde ich so eine Scheiße rappen und komm zu Battle. Ich würde dich auf jeden in die Tasche stecken. Okay, ich hab meine Fehler, die unterscheiden mich von jener, die sich so klug fühlen wie Auslandsapotheker, die sich so stark fühlen wie Selbstmordattentäter. Aber ich besitze die Technik wie ein Kampfsportlehrer. Rap treibt mich aus, aber ich find's ein bisschen krankhaft von den Leuten, die hören jetzt, dass es sogar unplugged, wie es den Spaß macht, Rap durch den Dreck zu ziehen, bis er aussieht, als käme er aus Darmstadt. Aber mir doch scheißegal, was du von meinem Hobby hältst. Ich mache so lange weiter meine Mucke, wie es mir gefällt. Aber vielleicht profilierst du dich mit deiner neu gekauften Scheißkarre. Mein Studio war teurer als ein Auto, als ich noch keins hatte. We are not friends, you know. Oh, never. I wouldn't trust me with your secrets now. I don't know what I'm gonna do next. 'Cause you cannot be certain of who am I telling where I'll go. Wenn es jetzt noch jemanden gibt, der meint, er müsste mein Leben kritisieren, fickt euch! Okay, wissen wir Bescheid. Auf jeden Fall cool, dass du die Vocals über das Instrumental gebracht hast. Man versteht wie jedes Wort, das ist gut, das ist wichtig. Paar Sachen vielleicht frequenztechnisch und zwar, also zum Beat sage ich nichts, weil der ist ja aus dem Internet, also der ist nicht von dir gemischt sozusagen. Deswegen beschränke ich mich mal auf die Vocals und da geht's um zwei Frequenzen, die ich hauptsächlich gefunden habe. Einmal beim Chorus, bei der Sängerin, da, die war relativ nah vom Mikro gestanden offensichtlich und deswegen hat sich da so ein bisschen eine Frequenz aufgebaut im Bereich von 260 Hertz. Wir hören uns das mal an. Was du besitzt, voller Dichtfeld. Friends you love. Oh, never. I wouldn't trust me with your secrets now. I don't know what I'm gonna do next. 'Cause you cannot be certain of who am I telling where I'll go. Runde 2. Friends you love. Oh, never. I wouldn't trust me with your secrets now. I don't know. Also wenn man da ein bisschen was rauszieht, dann kriegt man die Stimme auf jeden Fall noch ein bisschen besser in den Beat eingebettet. Und ich denke, ein bisschen Hall oder Delay könnte sie auf jeden Fall auch noch vertragen. Das würde dem Ganzen nicht schlecht tun, sag ich mal. Dann beim Rap, da würde ich sagen, könnte das ein Relikt des Raums sein. Da habe ich eine Frequenz, die ein bisschen höher liegt bei 550 irgendwas Hertz. Wir hören mal. An sich geil, aber hier und da paar harte Kämpfe, aber nicht auf physischer Ebene, weil ich aufgrund meiner Intelligenz über sowas einfach drüber stehe. Kenne paar Paradoxon, werde schlau aus dem Kontext. Ich will zeigen, dass ich auch andere Themen kenne, die ich sonst rap. Mit meinem Studio will ich nicht angeben, sondern hab zu selbst erkämpfen. Alles, was du besitzt, hat dir doch dein Dad geschenkt. Mit deinem mikroskopisch kleinen logischen Verstand machst du auf Welle, hast du gegen mich etwas Großes in der Hand? Großartiges Land, voller Dichter und Denker. Doch du bringst die Quote hoch, der Wichser und der Penner. Sei doch mal auf dich gestellt. Schon nach einem Tag kann man sehen, wie du... Zum Mastern könnte ich vielleicht noch einen Tipp geben. Und zwar ist sicherlich das größte Problem, dass wenn man so Beats aus dem Internet lädt, dass die schon aufgepumpt sind bis zum geht nicht mehr quasi. Und dann muss man da noch die Vocals irgendwie drüber bringen. Und dann muss man den Beat, wenn möglich, so laut lassen und die Vocals noch irgendwie mit da reinballern. Und dann kommt es häufig vor, dass wenn die Vocals gleichzeitig schreien, wenn die Kickdrum kommt oder was auch immer, dann gibt es Riesenverzerrungen.
eine kleine Idee dazu, muss nicht funktionieren, kann aber sein, dass man ein Sidechain sich bastelt. Das heißt, man legt einen, zum Beispiel einen Multiband-Kompressor, den von FabFilter, den MB, auf die Instrumentalspur. Nehmen wir an, das ist jetzt die Instrumentalspur. Und dann macht man sich vielleicht ein Frequenzband hier in dem Bereich, wo die Vocals durchschießen sollen. Keine Ahnung, vielleicht von hier bis hier. Muss man ein bisschen rumprobieren. Sagt einfach, okay, möchte ich mal irgendwie 3 Dezibel runterziehen. Und dann vom Vocal-Kanal aus, kann ich mal vielleicht simulieren mit meinem hier. Wenn ich hier den Sidechain meine Vocals mal in den Sidechain rein und gehe hier auf Expertenmodus extern Audition, dann müsste wenn ich den anschalte, alles klar. So, wenn ich jetzt was rede, sehen wir, dass hier dieser Frequenzbereich in der Lautstärke runtergezogen wird. Und das gibt den Vocals Platz, angenommen, da wäre jetzt noch ein Instrumental drunter. Weil dann würden immer, wie gesagt, die Frequenzen, die sich da so ein bisschen stapeln eventuell, würden dann rausgezogen werden, aber in der Form, dass es normalerweise nicht wirklich merklich ist. Das heißt, man muss da ein bisschen vorsichtig mit sein. Man kann nicht also irgendwie so eine Nummer vielleicht jetzt durchziehen, weil das wäre auf jeden Fall hörbar. Das kann man auf keinen Fall bringen. Aber das ist auf jeden Fall mal vielleicht eine Möglichkeit, wie man die Vocals noch besser ins Instrumental einbetten kann, leiser ziehen kann und trotzdem sind sie hörbar und verständlich.